Hallo, ihr Freunde der Schuppentiere und aller sonstigen Exoten. Ich bin René und ihr schaut Terra Serpentis. Wie versprochen gibt es heute ein Video zum Thema Heteromitrus petersi. Wir setzen damit unsere Reihe fort, beziehungsweise das ist ja im Grunde die erste Folge der Reihe Skorpione und Anfängerarten. Da will ich euch so ein bisschen was erzählen zu den Arten, die ich halt im Endeffekt halte. Einfach so die wichtigsten Basisinformationen. Wichtig, auch bei allem, was jetzt noch kommt. Das hat natürlich keinen Anspruch auf absolute Vollständigkeit und vieles von dem, was ich sage, sind auch reine Erfahrungswerte. Verschiedene Halter haben verschiedene Erfahrungswerte. Das heißt nicht, dass der eine absolut richtig liegt oder der andere absolut falsch liegt. Solange die Tiere fressen, solange die Tiere gesund sind, gibt es sicherlich auch mehr als nur eine Möglichkeit, wie man die Tiere halten kann. Und das ist ja das, was wir im Endeffekt wollen. Wir wollen, dass es unseren Tieren gut geht. Wir wollen, dass unsere Tiere gesund sind. In dem Sinne kann es also auch durchaus sehr unterschiedliche Art und Weisen geben, wie man die Haltung dieser Tiere umsetzt. Orientiert euch dabei vor allem an der Gesundheit und dem Fressverhalten eurer Tiere. Hier also nun die erste Folge der Reihe Skorpione Heteromitrus petersi. Heteromitrus petersi kommt aus der Region Südostasien, insbesondere Laos, Vietnam, aber auch auf den Philippinen soll er vorkommen. Wichtig, es ist ein Regenwaldbewohner, das heißt, wir müssen bei der Haltung schon auf eine entsprechende Feuchtigkeit achten. Die Temperatur sollte tags etwa 25 bis 30 Grad betragen und nachts kann man bis auf 20 Grad runtergehen. Die meisten von euch werden vielleicht noch Pendinus-Arten im Hinterkopf haben. Pendinus muss tags deutlich wärmer gehalten werden, sind ja zentralafrikanische Arten. Das unterscheidet die Arten schon mal. Gerade weil ja auch diese Skorpionart ganz gerne mal als Kaiserskorpion betitelt wird. Und ihr seht schon, Kaiserskorpion ist nicht gerade Kaiserskorpion. Die Tiere können durchaus aus völlig unterschiedlichen Teilen der Erde kommen. Deswegen die Bezeichnung Kaiserskorpion ist absolut irreführend. Orientiert euch immer an der zoologischen Bezeichnung. Und auch dann muss man natürlich noch aufpassen, weil gerade der Heteromitrus petersi sehr gerne mit dem Heteromitrus laoticus verwechselt wird. Das ist tatsächlich ein Problem und das taucht auch bei manchen Händlern immer wieder auf. Man kann sagen, die Art lässt sich relativ gut daran unterscheiden, wenn man sich also die Kämme anguckt. Also die Skorpione haben ja bekanntermaßen unten Kämme, an denen sie Vibrationen ertasten und so finden sie ihre Beute auch im Dunkeln dann. Heteromitrus petersi hat in der Regel 15 bis 19 dieser Kämme. Daran kann man diese Art eindeutig vom Laoticus unterscheiden. Erstmals beschrieben wurde die Art 1876 vom Tordell oder Torell wird es glaube ich ausgesprochen. Also nun mal die Frage, wo dieser entsprechende Naturforscher herkommt. Ist die Aussprache auch anders? Also ich würde es jetzt deutsch Torell aussprechen. Man möge mir verzeihen, wenn das nicht ganz passt. Könnte, wenn es jetzt ein skandinavischer Forscher ist, durchaus anders ausgesprochen werden. Diese Art kann bis 12 cm lang werden. In der Regel werden es aber eher so 10 cm sein. Einige Arten sind auch, oder einige Tiere sind auch sicherlich ein bisschen kleiner, aber gehört definitiv damit schon zu den mittleren bis großen Skorpionen von der Größe her. Und wie man sehen kann, es ist eine sehr schön schwarze Skorpionart, manchmal auch ein bisschen bräunlich schimmernd, je nach Herkunftsgebiet und je nach Beleuchtung. Bei guter Pflege können die Tiere durchaus 10 Jahre plus alt werden, das heißt also auch ein bisschen älter schon. Also ist ja auch eine schöne Sache, wenn wir es geschafft haben, die Tiere so lange pflegen zu können, so lange offensichtlich gut halten zu können, dass sie dieses Alter auch erreichen können. Definitiv dürfte das mehr sein, als das in der Natur üblich ist. Wie bei allen Skorpionen, die Tiere sind nachtaktiv bzw. dämmerungsaktiv. Ich habe sie ehrlich gesagt tagsüber fast noch nie gesehen, außer in der ersten Zeit, wo ich sie reingesetzt habe. Die sind sehr neugierig, erkunden ihr Territorium sehr ausgiebig. Und sind dann meistens in irgendwelchen Verstecken oder Höhlen verschwunden,
so lange, bis das Licht ausgeht. Aber dann sind sie auch sehr aktiv auf Wassersuche, auf Futtersuche. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die Tiere einfach aus Bewegungsdrang oder Neugierde rauskommen. Man sieht sie also auch dann, wenn sie ihre Schokoschaben nicht unbedingt fressen wollen. Sehr interessant auf jeden Fall. Man sollte die Tiere mindestens in einem 30x30 Terrarium halten, je nach Alter und natürlich auch danach, ob ich nur ein oder mehrere Tiere halte. Bei diesen Tieren ist Gruppenhaltung zumindest theoretisch möglich. Natürlich muss man immer bedenken, dass man Tiere gut füttern sollte, dass sie nicht anfangen, sich gegenseitig zu fressen. Skorpione können zum Kannibalismus neigen. Diese Art soll nicht dazu neigen. Trotz allem würde ich da mit Augenmaß vorgehen. Ich würde ausreichend Platz zur Verfügung stellen und ich würde dafür sorgen, dass die Tiere satt sind, damit sie nicht erst die Notwendigkeit verspüren, sich gegenseitig zu jagen. Das gilt natürlich auch dafür, dass man genug Verstecke zur Verfügung stellt. Ich halte diesen Skorpion jetzt hier in dem Fall einzeln. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob das Tier überhaupt ausgewachsen ist. Wenn man sich eine Endgröße von 12 cm vorstellt, dann geht da sicherlich noch ein bisschen was. Von daher ist es ein bisschen schwierig. Man muss aber auch dazu sagen, hier in dem Fall handelt es sich um einen Wildfang. Ich hatte das ja bereits gesagt. Da lässt sich das natürlich immer ein bisschen schwer beschreiben, wie alt das Tier jetzt tatsächlich ist. Das muss man einfach abwarten, ob er sich nochmal häutet, wann er sich häutet. Ich bin mir relativ sicher, dass es sich dabei um ein Weibchen handelt. Womit wir auch schon beim Thema Geschlechtsbestimmung wären. Na gut, vielleicht eine Sache sollte ich auf jeden Fall nochmal sagen zum Thema Wildfang, weil man das ja durchaus als moralisch bedenklich betrachten kann. Ich halte ja eigentlich nicht viel von Wildfängen und versuche auch immer Nachzuchten zu bekommen. Das Problem ist, dass gerade die Hydrometrus petersi noch nicht sehr viel nachgezüchtet werden, obwohl die Nachzucht dieser Tiere vergleichsweise leicht sein soll. Man kriegt Wildfänge relativ günstig, Nachzuchten eigentlich fast gar nicht. Ich war jetzt schon auf einigen Messen gewesen. Ich habe schon viel Skorpione gesucht und ich habe eigentlich für meine Begriffe, kann ich sagen, noch nie eine Nachzucht angeboten bekommen, obwohl es Nachzuchten geben soll. Und das ist für mich auch der Grund, warum ich mit diesem Tier definitiv auch züchten werde. Ich habe es zumindest vor. Da würde ich sicherlich auch mal was zu sagen, wenn es soweit ist. Ich denke ja, wie gesagt, dass das Tier noch nicht ausgewachsen ist. Auf jeden Fall sollte man versuchen, diese Tiere nachzuzüchten und man sollte auch versuchen, den Markt mit Nachzuchten zu versorgen. Im Moment ist das allerdings noch nicht gewährleistet. Es gibt einfach keine Nachzuchten von den Tieren. Man kriegt eigentlich nur Wildfänge. Damit wird man so lange leben müssen, bis es eine stabile Population an Nachzuchten gibt. Und auch dann kann es Sinn machen, ab und zu mal ein bisschen frisches Blut reinzubekommen. Wir wollen ja schlicht und ergreifend nicht, dass es da irgendwelche Probleme mit Inzucht gibt. Das muss man sich einfach nur klar machen. Insofern geht es manchmal nicht ohne Wildfänger. So hat sie in der Terroristik immer angefangen. Muss aber auch nicht unbedingt nachteilig sein, wenn man die Tiere auch ordnungsgemäß züchtet und dann irgendwann es einfach nicht mehr notwendig ist, diese Tiere der Natur zu entnehmen. Aber soweit sind wir zumindest bei den Hydrometrus petersi leider noch nicht. Genau, Geschlechtsbestimmung. Das Interessante bei diesen Tieren ist, dass man das Geschlecht sehr wohl auseinanderhalten kann. Und zwar muss man sich dazu die Genitalklappen angucken. Die Genitalklappen der Männchen sind eher oval, also eher rundlich geformt und die Kämme sind ein bisschen länger als bei den Weibchen. Die Genitalklappen sitzen ja quasi an der Spitze der beiden Kämme. Bei den Weibchen ist diese Platte eher etwas spitzer, etwas herzförmiger und die Kämme sind etwas kürzer. Daran kann man die Tiere auf jeden Fall dem Geschlecht nach unterscheiden. Ist natürlich auch ein bisschen die Frage des Alters. Bei jüngeren Tieren ist das sicherlich schwieriger, das zu bestimmen, als bei älteren Tieren und erst recht bei voll ausgewachsenen Tieren. Es gibt ja auch bei Skorpionen eine gewisse Reifehäutung. Man sagt so etwa, ab der 5. bis 7. Häutung ist die Reifehäutung vollendet und sind die Tiere dann auch voll geschlechtsreif. Natürlich streitet man sich darüber, ob das nicht auch eine Häutung davor schon der Fall ist, zumindest bei den Weibchen. Da ist einfach noch nicht genug aus der wissenschaftlichen Forschung darüber bekannt. Das wird man so ein bisschen als Spekulation stehen lassen müssen. Wichtig ist natürlich für Anfänger, die Tiere sind minder giftig und relativ stechfaul. Sie haben auch vergleichsweise große Scheren, wie man sehen kann. Das heißt, sie werden eher dazu neigen, mit den Scheren zu kneifen, wenn sie sich bedroht fühlen. Da kann man das sehen. Das
Deswegen werden diese Tiere auch ganz gerne als Kaiserskorpione bezeichnet, weil sie halt eben doch diese großen Scheren, das ist halt vergleichsweise ähnlich zu den Pendinus-Arten. Aber wir haben ja gesehen, das ist nicht mal derselbe Kontinent, wo die Tiere herkommen. Und die Ansprüche an Temperatur und auch an Lebensraum sind natürlich entsprechend auch völlig anders. Auf jeden Fall ist es sehr wichtig, noch zu wissen, dass die Tiere im Moment ungeschützt sind. Ich hatte es ja bereits gesagt, es gibt eigentlich fast nur Wildfänger auf dem Markt. Von daher sind die Tiere auch nicht meldepflichtig. Ihr braucht auch eigentlich damit keine Papiere, wobei es schon Sinn machen kann, sich von einem Züchter Papiere ausstellen zu lassen. Und es ist vielleicht auch so ein kleiner Ansporn, wenn ihr die Tiere weiter züchtet, dass ihr einem potenziellen Halter, dem ihr die Tiere weitergibt, eure eigenen Nachzuchten weitergibt, vielleicht auch bescheinigt, dass es sich dabei um eine Nachzucht handelt, weil ihr damit natürlich auch bescheinigt, dass das Ganze, was das ethisch-ökologische betrifft, auch korrekt ist und dass das im Grunde auch eine gute Sache ist. Es ist ja auch Sinn der Terroristik, dass wir Arten erhalten und eine Entnahme aus der Natur über lang oder kurz überflüssig machen. Deswegen ist es sehr zu wünschen, dass man auch dann, wenn es nicht vom Gesetzgeber gefordert wird, dass man trotzdem bescheinigt, dass es sich dabei um eine deutsche Nachzucht oder um eine eigene Nachzucht handelt. Das ist definitiv im Sinne der Natur, im Sinne der Tiere und sicherlich auch im Sinne des Natur- und Tierschutzes. Was noch vielleicht eine sehr interessante Besonderheit bei diesen Tieren ist, das Gift vom Heteromitropithersi wird heutzutage in der Wissenschaft im Kampf gegen Hepatitis C angewendet. Es hat die besondere Eigenschaft, dass es die Hülle des Virus angreift. Man kennt das ja, Viren haben ja im Prinzip keine Möglichkeit, sich selbst zu reproduzieren. Ihre tRNA wird umschlossen von einer Eiweißhülle, die dringt dann in Wirtszellen ein und sorgt dafür, dass natürlich die tRNA ausgelesen wird und damit Viruszellen verbreitet werden. So funktionieren Viren eben. Das Besondere ist, dass man das Gift dieser Tiere heutzutage in der Forschung dazu einsetzt, genau dieses Virus zu bekämpfen. Wenn ein Virus seine Hülle verliert, dann kann sich die tRNA nicht reproduzieren und das Virus wird über lang oder kurz absterben. Beziehungsweise wird sich nicht verbreiten können und damit wird die Krankheit nicht zum Ausbruch kommen können. Ist ein ganz interessanter Fakt auf jeden Fall und es zeigt auch eigentlich, wie cool die Natur an und für sich ist. Es gibt auch noch ein paar andere Beispiele, wo Skorpiongift heute eingesetzt wird. Eine bekannte Möglichkeit oder ein ganz bekanntes Problem, was wir hier haben, ist die Geschichte mit den resistenten Viren und Keimen. Das Problem ist ja, dass immer mehr Stämme gegen Antibiotika resistent sind. Nicht resistent sind sie hingegen gegen bestimmte Eiweißcocktails, die auch Skorpione produzieren, also sprich gegen ein modifiziertes Skorpiongift. Da werden wir sicherlich in Zukunft noch einiges von zu hören bekommen, weil wir damit resistente Viren bzw. resistente Keime bekämpfen können mit so einer klassischen Naturwaffe wie eben Skorpiongift. Das ist unheimlich interessant und das wird sicherlich in Zukunft auch noch einiges an interessanten Resultaten, Fakten und auch dann sicherlich Konsequenzen für unser Leben haben. Ja, was kann man vielleicht noch sagen oder ein bisschen ergänzen? Ich habe das Tier im Moment in einem vergleichsweise klein und einfach gestalteten Terrarium. Das ist ein 30x30er, vergleichsweise niedrig. Das Tier ist im Moment übergangsweise da drin. Ich habe ja vor, wie gesagt, zu züchten. Die Tiere werden irgendwann auch mal, ich will die Tiere irgendwann auch zusammenhalten, aber ich möchte das Ganze stufenweise machen, ich möchte es kontrolliert machen. Ich möchte nicht, dass die Tiere sich gegenseitig bekämpfen oder fressen oder was auch immer. Deswegen ist er im Moment, oder ist sie im Moment nur übergangsweise da drin. Das wird sich natürlich entsprechend auch nochmal ergeben, dass sie dann in ein größeres Terrarium kommt. Dann eben auch mit ein paar anderen Tieren zusammen. Wie man halt an der Seite sehen kann, ich habe jetzt hier einfach mal so eine kleine Wasserschale, die eigentlich für Tee gedacht ist. Die flachen Wasserschalen, die sind ja sehr wichtig. Hatten wir ja in der Folge über die Einrichtung eines Skorpionterrariums. Da muss man natürlich drauf achten. Ansonsten eine Versteckmöglichkeit. Hier in dem Fall ist es eine Korkröhre, eine halbe Korkröhre. Vielleicht noch ein Wort zum Substrat.
Ich höre immer wieder, dass Hedrometrus petersi gerne gräbt und dass man entsprechend ein sehr hohes Substrat zur Verfügung stellen soll. Ich habe das eigentlich bei meinen Tieren, ich habe nicht nur den einen, ich habe auch noch einen zweiten, habe das bisher in der Form nicht beobachten können. Eigentlich alle meine Skorpione, auch die, ich habe ja auch einen Laotikus, gräbt angeblich auch ganz gerne, habe ich aber noch nie beobachten können. Also ich habe am Anfang bei meinen ersten Arten sehr viel Substrat zur Verfügung gestellt. Das wurde nie richtig angenommen. Ich habe das Gefühl, solange es feucht genug ist und die Tiere Versteckmöglichkeiten haben, es ist offensichtlich dieser Drang zu graben nicht so da. Jedenfalls konnte ich das in der Form nicht beobachten. Ich habe es jetzt dabei belassen, dass ich einfach nur ungefähr 4 cm Substrat habe. Das hat bisher niemals Probleme gegeben. Wenn ich natürlich das beobachten sollte, dass die Tiere auch graben, dann würde ich dementsprechend natürlich auch nachkommen und ein bisschen Substrat aufschütten, aber ich kann das bisher so nicht teilen. Ist vielleicht auch von Individuum zu Individuum unterschiedlich, aber ich muss auch dazu sagen, ich arbeite hier mit einem Kokoshumus-Substrat, was auch die Feuchtigkeit vergleichsweise gut hält. Und wenn genug Feuchtigkeit vorhanden ist, ist dieser Drang, sich nochmal extra zu verstecken, vielleicht auch nicht so ausgeprägt. Zumal ich ja auch meistens oder eigentlich immer mindestens 1 bis 2 Verstecke zur Verfügung stelle. Auch das scheint das Übrige zu tun. Auf jeden Fall habe ich das so in der Form nicht beobachten können. Ich wollte es nur erwähnt haben. Also man kann gegebenenfalls mehr Substrat zur Verfügung stellen. Ob man das machen muss, ist eine andere Frage. Ich habe bisher die Notwendigkeit nicht gesehen. Meine Tiere sind alle gesund, fühlen sich offenbar auch ganz wohl. Kann ich also in der Form so nicht sagen, dass das jetzt so notwendig ist, aber man sollte es zumindest mal angesprochen haben. Wie gesagt, Tiere sind ja auch sehr unterschiedlich und sehr individuell. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Video was gebracht hat. Ich denke mal, die nächste Folge wird sich mit den Hedrometrus laoticus beschäftigen. Und wir werden uns dann auf jeden Fall in einer der späteren Folgen, Reihenfolge weiß ich noch nicht, muss ich mal gucken, werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal mit Euscorpio beschäftigen. Ich denke in erster Linie Euscorpio Italico. Es sei denn, ihr habt noch irgendwelche Wünsche. Natürlich kann ich nur über die Arten was sagen, die ich auch selber halte. Aber es sind ja doch ein paar mehr. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. So, ich will euch hier mal den Kanal vom Slippy Joe vorstellen. Wirklich ein sehr gut gemachter Kanal. Wie man schon sehen kann, der Schwerpunkt liegt hier definitiv auf Vogelspinnen. Natürlich gibt es auch ein bisschen was zu Schlangen, die Bertha nämlich genau genommen. Auch ein bisschen was zu Skorpionen, aber der Schwerpunkt liegt hier wirklich auf Vogelspinnen. Der Slippy Joe ist wirklich ein sehr, sehr, sehr sympathischer Kontakt. Stellt hier viele wunderbare Arten vor. Einige von denen ich selbst auch wirklich überhaupt keine Ahnung habe, muss ich sagen. Ich mache ja nun auch nicht so viel mit Vogelspinnen. Aber wirklich ein sehr gut gemachter Kanal, aber schaut einfach mal selbst rein. Auch in die Terrarien. Jetzt überall so kleine Bambusdinge mit rein. Dass man es schön gemütlich hat und so. Ich liebe Bambus. Es gibt nichts Geileres wie Bambus. Und hier bei meiner Großen hier habe ich hinten hier wie so einen kleinen Urwald hingesetzt. Mit dem Pilz vom Thomas, was er mir mal geschickt hat. 2 Stück davon habe ich. Eins hier, eins hier. Sprich, Smitty kommt hier oben rein. Einfach hat sie dann auch mehr Platz und so. Und ja, das ist jetzt auf jeden Fall mal für heute Plan. Deswegen. Und hier kommt höchstwahrscheinlich entweder die hier rein oder die andere Vagans, was ich noch habe. Aber ich schaue da mal jetzt schon mal durch, welche ich nehme, welche, wo, wie, was, wie reinkommt. Und ja, so machen wir es jetzt mal. So, habe ich die 2 Terrarien hier mal runtergeholt. Da sieht man das alte von meiner Vagans. Und da drüben ist meine Smitty. Und hier habe ich jetzt mal die anderen hier mal hingestellt. Ja, das hier mache ich jetzt erstmal ein bisschen sauber, dass das alte Spinnenzeug, Spinnwebengedöns mit unserem Scheiß hier mal rauskommt. Das ganze andere Zeug hier und richte den Scheiß nochmal hier neu ein. Und ja, und dann sehen wir mal weiter. So ein Dreck.
Puff. Ja, ich will das nicht einschnaufen, weißt du? So, haben wir die mal da drin? Das ist der größere von beiden. Der hat sich jetzt in meiner Haltung zweimal bis jetzt gehäutet. Und ich finde es einfach immer wieder der Hammer, wenn man Skorpione hat in dem Terrarium und dann mit Schwarzlichtbeleuchtung. Das ist top. Erstmal geben sie eine gute Wärme, gerade fürs Terrarium. Und zweitens, die Atmosphäre ist einfach der Hammer. Gerade wenn man dann sowas hier sehen kann. Gut, im Hintergrund seht ihr jetzt das rote Licht, das ist von meinem Rechner. Ja, wollte ich euch einfach mal auch noch mal kurz einen kleinen Einblick geben. Doch, echt toll. Meiner Meinung nach, also als Hingucker sind Skorpione, gerade in dem Fall die Heterometrus longimanus, jetzt habe ich es, eine gute Investition. Die kriegen eine Körperlänge von bis zu 10 cm ohne Schwanz. Hat wieder verpisst. Meine Frau lacht, ich finde das witzig. Aber sieht man auch, wie schön die Farben bei ihr da rauskommen. Vor allem in dem Licht. Ist echt toll. Ich mag schon rüber zu der Maus. Guck mal. Da sehe ich die Maus. So. Oder zurück zu Bertha. Gucken, was da so abgeht. Nix, weil Bertha ist ja eigentlich so unser Star in der ganzen Show hier gerade. Im Moment. Ich habe jetzt auch einen Namen gefunden für meinen Papagei. Daisy. Frau hat nämlich gesagt, wenn sie alleine in dem Käfig hockt und dann immer so rummeckert ein bisschen umeinander, dann hört sie sich an wie Donald Duck. Aber weil es ja ein Weibli ist, haben wir gesagt, Donald Duck können wir es ja nicht taufen, deswegen Daisy Duck. Das ist zwar weder ein Ende, aber ist egal. Heißt jetzt einfach Daisy. Ich zoome mal noch ein bisschen raus für euch, weil die Maus ist jetzt hier vorne. Und jetzt gucken wir mal. Jetzt müsste ja gleich irgendwas... Oh! Junge, Vater Nervenkitzel. Ja, auch hier, ich will nicht zu viel verraten, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Wirklich sehr sehenswert. Finde ich auf jeden Fall ein sehr gut gemachter Kanal. Eigentlich schade, dass er erst so wenig Abonnenten hat, aber der Anfang ist ja immer ein bisschen schwer. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und schaut auf jeden Fall mal rein.